Hermann in Schelm baute. Nachdem Gott die Erde geschaffen hatte, schuf er die Seelen der Menschen. Die Seelen der Weisen tat er in einen Sack und die der Einfältigen in einen anderen. Dann befahl er einem Engel, die Seelen über die Erde zu verteilen. Der Engel nahm die Säcke und flog in die Welt. Er flog über alle Länder der Erde und warf aus beiden Säcken je eine Handvoll hinunter, sodass überall weise und einfältige Menschen geboren werden konnten. Einmal jedoch hatte er sich an der Spitze eines hohen Berges an einen Flügel gestoßen. Dabei verfing sich der eine Sack in der Krone eines Baumes und als er ihn freimachen wollte, riss er ein Loch in den Sack. Und der Engel musste zusehen, wie alle Seelen aus diesem Sack auf einen einzigen Platz fielen. Der Engel aber wusste nicht mehr, ob es nun der Sack mit den Weisen oder der mit den Einfältigen gewesen war. Doch überall sprach man von ihnen und von der Stadt, die sie später gebaut hatten. Sie trug den Namen Chelm. Einmal hatten die Chelmer beschlossen, neue, feste Häuser zu bauen. An Holz mangelte es ihnen nicht. Den hohen Berg, auf dem der Engel die Seelen ihrer Vorfahren verloren hatte, bedeckt ein hoher Wald. Die Stämme waren so schwer, dass die Männer unter ihrer Last stöhnten und sie mühevoll bergab schleppten, ohne mit der Arbeit zu Rande zu kommen. Eines Tages, als die Männer gerade wieder einen Baumstamm herabschleppten, begegneten sie einem Juden aus Litauen. »Warum schindet ihr euch so, Brüder?« fragte er. »Es genügt doch, oben am Berg die Baumstämme anzustoßen und die rollen von ganz alleine hinunter.« Da griffen die Schelmer sich an die Stirn und liefen zu ihren Ältesten, die im Gemeinderat saßen. »Wir wollen den Rat des Fremden erwägen«, sagten diese und wiegten bedächtig ihre Köpfe. »So eine Sache muss man sich nicht übereilen.« Also berieten die Schelmer 7 Tage und 7 Nächte. Am Morgen überlegten sie reiflich, am Mittag durchdachten sie die Sache und am Abend wogen sie das für und wider ab. Und am 8. Tag gab der Ältestenrat den Juden aus Litauen recht und beschloss, Baumstämme rollen von alleine bergab, man muss sie nur anstoßen. Und in der Stadtchronik findet man bis heute eine Eintragung, die sich auf diese historische Ratssitzung bezieht. Man kann dort lesen, nicht nur die Juden von Chelm, auch die litauischen Juden sind mit Klugheit gesegnet. Am nächsten Tag zogen die Chelmer fröhlich zum Berg. Eine Kapelle spielte, als feierte der Sohn des Rabbiners Hochzeit. Dann packten die stärksten Männer die Stämme, die sie mit so viel Mühe hinuntergeschafft hatten, schulterten sie und schleppten sie bergauf. Als sie am Gipfel des Berges angekommen waren, legten sie die Stämme auf den Boden, atmeten tief ein und versetzten ihnen einen kleinen Schubs mit der Fußspitze. Da setzten sich die Stämme tatsächlich in Bewegung, sie kollerten den Abhang hinunter und blieben am Fuße des Berges liegen. Als die Chelmer auf diese Weise genügend Holz für den Bau ihrer Häuser gewonnen hatten, nahmen sie Äxte, Sägen, Hämmer und Hobel zur Hand und ganz Chelm wurde ein Bauplatz. Die Häuser schossen wie Pilze aus der Erde und bedeckten das ganze Tal am Fuße des Berges. Die neuen Häuser waren genauso klug durchdacht wie alles, was die Chelmer taten. Sie waren nämlich nach Maß gebaut, nach der Größe des jeweiligen Besitzers. Ja, sie passten den Bürgern der Stadt Chelm wie gut geschneiderte Kleider. Eines Tages war es dann so weit, dass alle Chelmer ihr eigenes Dach über den Kopf hatten. Sie beglückwünschten einander, wie viel Holz sie durch die Häuser nach Maß gespart hatten
und spazierten stolz durch die Gassen, auf denen auch die Enten waschelten. Gewiss, die Bürger von Chelm konnten stolz sein auf ihr Werk, aber plötzlich fiel ihnen etwas ein. Sie hatten vergessen, die Synagoge zu bauen. Wäre Chelm in diesem Augenblick in Schutt und Asche gelegt worden, der Schreck wäre nicht größer sein. Die Ältesten traten sofort zu einer Beratung zusammen und gaben noch vor dem ersten Hahnschrei ihren Beschluss bekannt. Die Synagoge soll in der Mitte der Stadt stehen, auf dem großen Platz. Da machten sich die fleißigen Chelmer sofort an die Arbeit. Auf den großen Platz legten sie Grundsteine. Oben auf dem Berg fällten sie hohe Stämme, die sie bergab kollern ließen. Am Fuße des Berges warteten schon andere emsige Chelmer, die die Bohlen schulterten und wie ein Fähnlein Soldaten zum großen Platz marschierten, wo die Synagoge stehen sollte. Da stießen sie auf ein unerwartetes Hindernis. Die Chelmer Gassen waren so eng, dass sie mit ihrer Last nicht durchkommen konnten. Was nun? Der Ältestenrat berieb volle 7 Tage und 7 Nächte. Man erwog, überlegte, zog in Betracht und legte dann alles wieder auf die Waagschale, folgende Entscheidung zu fällen. Häuser, die dem Bau einer Synagoge im Wege stehen, müssen weg. Da jubelten die Chelmer, wie klug ihr Ältestenrat die heikle Frage gelöst hatten. Sie rissen die halbe Stadt nieder und schafften die Stämme dorthin, wo die Synagoge stehen sollte. Und dann bauten sie ihre Häuser wieder auf und wieder nach Maß. Als nun jeder Chelmer sein Dach über den Kopf und alle Chelmer ihre Synagoge hatten, musste man doch ein Bad, die Mikwe, errichten, wo die frommen Chelmer vor dem Sabbat und vor den Feiertagen sich reinigen konnten. Der Platz war schnell gefunden. Am Stadtrand floss ein Bach und der Bau ging schnell von der Hand. Bald hatten Chelm eine Mikwe, wie es sich gehörte. Alles war da, die Wände, das Dach, die Fenster, nur die Bänke im Bad fehlten. Das hatte seinen Grund. Die Bänke dürfen nicht gehobelt sein, sagten die einen. Man könnte doch auf dem glatten Holz ausgleiten und sich ein Bein brechen. Wenn die Bretter nicht gehobelt sind, sind sie voller Späne. Und wie kann man auf so einem Brett sitzen, meinten die Anhänger. Und wieder mussten die Ältesten den Streit entscheiden. Man beriet 7 Tage und 7 Nächte. Man zog in Erwog, überlegte, zog in Betracht und fällte folgende Entscheidung. Beide Seiten haben recht. Deshalb sollen die Bretter für die Bänke auf der einen Seite gehobelt und auf der anderen Seite glatt sein. Damit aber, Gott behüte, niemand ausgleitet, sollten die Bänke mit der glatten Seite nach unten gezimmert werden. Seit dieser Zeit war in Chelm alles in bester Ordnung. Die Juden fühlten sich wohl und freuten sich, wie klug und weise sie mit Hilfe ihrer Ältesten alles gelöst hatten. Sie arbeiteten und sie mehrten sich und nach einiger Zeit wurde ihnen die Stadt zu eng. Aber was kann man tun, wenn die Stadt am Fuß eines Berges liegt und im Tal schon jedes Plätzchen verbaut ist? Über dieses Problem berieten die Ältesten der Stadt Chelm 7 Tage und 7 Nächte. Sie erwogen, überlegten, zogen in Betracht und legten auf die Werkscheide. Dann beschlossen sie, um Platz zu schaffen, muss man den Berg von der Stelle rücken. Am Tag nach diesem denkwürdigen Beschluss zog die ganze Stadt zum Berg. Der Vorsitzende des Ältestenrates gab ein vereinbartes Zeichen und wie ein Mann stemmten sich alle Chelmer gegen den Berg und versuchten,
ihn von der Stelle zu rücken. Bald begann sie so sehr zu schwitzen, dass sie ihre Röcke auszogen und in das Gras warfen. Dann stemmten sie sich wieder gegen den Berg. Während die Helmer ihre Muskeln anspannten, gingen zwei Landstreicher vorbei. Sie sahen die Kleider im Gras, nahmen sie an sich und suchten gemächlich das Weite. Die Helmer aber hatten nichts bemerkt. Als sie eine Ruhepause machen mussten und sich ins Gras setzten, sahen sie die von den Kleidern niedergedrückten Stellen. Sie hielten sie für die Spuren des Berges und riefen freudig: »Seht nur, wie groß das Stück ist, um das wir den Berg fortgeschoben hatten. Unsere Kleider sind schon so weit weg, dass wir sie gar nicht mehr sehen.« Dann versuchten sie mit frischen Kräften, den Berg von der Stelle zu rücken. Sie stellten sich dabei vor, wie Helm die Stadt der Weisen immer größer und größer wird, bis sie so groß ist wie die ganze Welt. Thank you.